Willkommen zu Star Citizen. Ja, die Bounty Hunter Geschichte geht weiter. Hurston Dynamics hat mich beauftragt, irgendjemand zu finden. Und wenn wir da mal kurz reinschauen, dann habe ich das hier akzeptiert. Diesen Roo Keaton soll ich eliminieren. Es gibt 8000 und ich finde, das ist es auch wert, dass ich mich hier auf den Weg mache. Darunter machen wir es doch eigentlich nicht mehr. Ne? 8000. Müssen wir mal gucken, was sie überhaupt von mir wollen. Aber es sieht erstmal so ganz interessant aus. Guck, noch mal kurz geguckt. Ich bin hier um Hurston herum. Aberdeen ist ja immer so eine Sache. Vielleicht findet man da ein paar Verbrecher, denen man dann so ein bisschen auf den rechten Pfad helfen kann, aber das war es aktuell nicht. Ich hatte nur 2000er Missionen Bounty Hunting. Das will ich jetzt aktuell gerade nicht. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir da mal hinzuspringen, wenn er es denn zulässt. Bisschen was lässt er ja zu, springen wir da noch ein bisschen hin. Das Ganze geht dann wohl in Richtung Magda. Na gut, also 8000 hören sich jetzt erstmal fair an. Das wird sich also zeigen, ob sich das lohnt. Welches Ziel es überhaupt ist, ob ich überhaupt mit meinem kleinen Jäger da was ausrichten kann. Quantum Travel complete. Kilometer ist eine ganze Menge. Ne? Ist das auf dem Planeten zufällig? Springen wir da noch mal hin. Ja, wir kommen ein bisschen näher. Wir kommen näher ran. 580. Es ist tatsächlich außerhalb. Oh ja, das ist bequem. Also das ist fair. Waffen kurz gecheckt. Alles klar, Fahrwerk ist oben. Auch wieder der Weltraumschrott, ich finde sowas immer so schön. Mal kurz gucken nochmal hier. Auf der Seite fliegt eine Menge Müll. Ich hoffe ja so auf das Gameplay, dass man den Schrott dann einsammeln kann. Ja, einmal mit der Ruhe. Kein Problem.
Was haben wir denn da? Oh, eine Saber. Kontakt auf Augenhöhe. Oh, das ging ja wirklich, wirklich schnell. Und das gab schon 8000. Das lasse ich mir natürlich gefallen, ne? Aber die Saber, die hat jetzt gar nicht so viel ausgehalten. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es war ein ungleicher Kampf. Nun gut, weiter geht's im Text, ne? Schauen wir doch mal, was uns angeboten wird. Ich würde am liebsten hier 10.000er wieder machen, haben wir aber nicht. Das ist jetzt auch wieder von Hurston Dynamics. Nehmen wir das doch mal wieder an. Habe ich doch gerade angenommen. Kenn das nie. Ich dachte, ich hätte da jetzt auf Akzeptieren gedrückt. Also kann man sich täuschen. Ja, ich suche mir mal was Nettes raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Ich bin nach Hurston nochmal direkt hingesprungen, um in den Einflussbereich von Hurston Dynamics zu kommen und habe da dann einen Auftrag bekommen, nach Aberdeen zu fliegen. Ich denke, im Orbit wird sich eine Mission allerdings nur für 5000 machen lassen. Ich hoffe sehr, dass ich da auch ein bisschen hinspringen kann. Das wäre mir sehr, sehr recht. Und man weiß jetzt nicht genau, was einen da erwartet. Aber wenn es jetzt wieder eine Saber ist, dann tut es mir für die Saber leid. Was? Was wollt ihr von mir? Ich soll jetzt hier warten. Aber fürs Warten werde ich doch nicht bezahlt, oder? Na gut, ich sag mal, fürs Warten 5000 ist auch okay, ne? Ein bisschen langweilig halt, aber...
So, nu? So here's how this is gonna work. I'll be here running the op over comms. You head to a patrol point, you clear it. I send you the next one. Okay, Schnitzeljagd. Es sieht schön aus. Es macht gleich doppelt so viel Spaß, wenn die Umgebung auch dazu passt. Okay, looks pretty. Contact, contact. Hostiles inbound. Sehr schnell, sehr wendig. Hat noch mal ein Thumbnail gemacht. Das sieht immer so schön aus. Ich bin ja ein bisschen auf Sightseeing-Tour ja auch, ne? Das wisst ihr ja. Ach, so eine Mustang. Ah, da habe ich jetzt aber gerade umgeswitcht auf die Cutlass Black. Ich wundere mich gerade, warum die Sophia aushält hier, aber das ist die Cutlass Black. Ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir die zuerst aus dem Spiel nehmen. Die kann das doch sehr empfindlich zusetzen. Vor allen Dingen hier mit ihr, mit ihrem Schrot. Hält eine Menge aus, hält wirklich eine Menge aus. Ist fast ein Glück drauf. Fast riskant. So, dann hier die Mustang noch kurz. Ich sagte kurz. Und nochmal. Aber ich sag mal, jetzt für 5000, das ist ein bisschen viel Hin- und Hergefliege.
Auch eine Mustang. Und nochmal patrouillieren wir. Eine Buccaneer, das ist ja schon mal ein bisschen was Anspruchsvolleres. Die kann dann auch wehtun, aber das zubbelt hier immer. So, wir sind noch zu weit, ich weiß es, aber... Kamikaze. Oh nein. Ja, das waren mal eben 5000. Aber wenn ich mir hier so die ganzen Raumschiffe hier angucke, warum haben die das nicht alleine geschafft, fragt man sich, ne? Gut, mit einer M50 kann ich es verstehen. Aber da ist eine Gladius dabei, eine Cutlass dabei. Das hätten die doch eigentlich auch alleine machen können, ne? Na, vielleicht wollen sie mir auch irgendwas in die Schuhe schieben. Man weiß es immer nicht, ne? Wenn es daneben gegangen wäre, wäre ich nämlich schuld gewesen. Nun gut, ich gucke nochmal wieder, was gibt es denn sonst noch für Aufträge? Ich hätte ja gerne mal wieder schön... 10.000er, hier sowas in der Art. Oder sowas, oder sowas, oder sowas. Zack, wo müssen wir denn da hin? Crusader L3, was macht ihr denn hier draußen? Gut. Also diesmal werde ich nicht gleich dahin springen, sondern werde mal nochmal schauen, was haben wir denn sonst noch? Tracken wir das mal. Das wäre da ganz unten. Nein, danke. Tracken wir das. Wo wäre das? Oh, das wäre da ganz oben, ne? Oh, das ist ja alles nix. Da ist der hier noch am nächsten dran.
Gut, er befindet sich noch da. Dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir da sind. Die 5 Minuten schneide ich da mal eben raus und sehen wir uns gleich wieder. Ja, schon sollten wir auch gleich da sein. Der gute Mann oder Frau heißt Korrupt, ich meine mit so einem Namen. Legt das dann natürlich auch drauf an. Ich hoffe, er ist noch da. Kurz mal gecheckt. Er wird mir hier noch angezeigt. Was macht er hier? So, ich habe das doch akzeptiert. Da ist er. Ich habe ihn auch getrackt. Machen wir nochmal weg. Machen wir nochmal hin. Gucken wir es uns nochmal an. Da irgendwo hängt er doch. Und wir sind doch eigentlich auch da, ne? Er müsste mir doch eigentlich angezeigt werden. Also wenn das Spiel weiß, dass er da ist, ja, warum zeigt er mir nicht an, wo ich hin muss? Hilft nichts, müssen wir halt mal reinfliegen in den Asteroidenhaufen und mal gucken, ob wir da dann Signal finden. Vielleicht hat er sich wirklich versteckt. Power off, irgendwie so. Fragt man sich natürlich, warum er das macht. So, das ist der andere. Und jetzt nochmal ihn hier.
Kann ich nicht aufschalten. Ja, gut. Ja, das ist so das, was mir an dieser Bounty Hunter Geschichte nicht so gefällt. Naja. Und da weiß man auch nicht, wie lang der jetzt hier noch ist. Was haben wir sonst noch? Nur den hier. Gut, dann tracken wir den nochmal. Und schauen nochmal, wo der sich jetzt hier aufhält. Er hält sich jetzt hier oben auf. Mikrotech, wo springst du denn hin? Mal gucken, ob mein Sprit ausreicht. Ja gut, dann springen wir da halt nochmal hin. Ich hätte jetzt schon nochmal Spaß dran gehabt. Also wenn man da jetzt nochmal eine PvP-Mission machen könnte, hätte ich jetzt Freude dran. Deshalb springe ich da jetzt nochmal hin. Und wir machen das wieder mit einem Cut. Also wir sehen uns gleich wieder. 34, das dauert ja. Kann ich hier mal einen Kaffee holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jo, da bin ich auch schon wieder. Der hat sich also mitten im Sprung verabschiedet. Stellt sich dann hier die Frage, was mache ich in Mikrotech? Von daher breche ich die ganze Geschichte ab und gucke jetzt nochmal wieder rein, was man denn sonst noch machen könnte. Wo wäre das denn? Kurz geschaut. Oh Leute, 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 wo man da immer alles hin muss. Nee, das schenke ich mir für 2500. Seid mal ehrlich, das ist dann einfach auch zu wenig. Haben wir noch ein paar Claim Jumpers in der Nähe? Kurz geguckt, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Irgendwie Crusader L3, Hurston L2 wäre ganz sinnig. Jetzt haben sie plötzlich aufgegeben. Das hier nehme ich ewig an und ewig ist es weg. Nach L5 oder Crusader L5. Hurston L5. Nee, macht keinen Spaß. Zurück. Zurück nach Hurston, in der Hoffnung, bessere Aufträge im Einflussbereich von Hurston Dynamics zu bekommen. Und zurück sind wir da wieder. Ihr seht es, ich fliege auf Areal zu. Wie ist das alles gekommen? Ich war ja mitten im Weltraum, habe da den Quantumsprung abgebrochen. Konnte dann nicht mehr in irgendeiner Form irgendwo hinspringen. Quantum Drum war irgendwie verbuggt und ich habe mich dann relockt und war dann wieder um Hurston auf der Orbitalstation und habe jetzt hier diesen OB7 Bounty Kontrakt angenommen. Und dieser OB7, ich meine, nach OB gehe ich eigentlich gerne mal. OB7, der bringt mir 10.000, wenn ich ihn denn schnappe.
Und das ist halt immer die Frage, kommt man denn dahin? Und meistens ist dann der Contract wieder ausgelaufen oder der Gute hat sich ausgelockt. Komm schon, bitte nicht wieder diesen blöden Bug jetzt hier. Das hat mich jetzt vorhin total genervt. Ich konnte nicht mehr den Quantum Drive benutzen. So, der Obi-7. Ich hoffe mir, dass ich jetzt diesen Umweg über das Comma Ray, dass mich das ein bisschen näher ranbringt. Bitte, 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 bitte. So, mein Freund, wo bist du jetzt? 255 Kilometer. Ansprengen wird da wohl nichts sein, ne? Aber da ist doch auch nichts. Okay, kleiner Cut mal wieder an dieser Stelle. Ich melde mich, wenn ich da bin oder wenn der Obi-7 nun wieder aufgegeben hat. Ja, willkommen zurück. Ich frage mich natürlich die ganze Zeit, was macht der hier mitten im Nirgendwo? Da gibt's doch eigentlich nichts. Ist das jetzt wirklich ein Serverproblem, dass er mir angezeigt wird hier, obwohl er ganz woanders ist? Ich verstehe das immer nicht. Was machen die Leute hier? Die müssen ja auch händisch hierher fliegen, genauso wie ich. Nun gut, stell keine Fragen. Wir wollen 10.000 absahnen. Und jetzt sind wir doch schon richtig nahe dran. Jetzt müssen wir doch den Kollegen hier aufschalten können. Gut, das sind hier also Asteroidenbrocken. Möglicherweise hat er eine Mission angenommen, die ihn hierher führt, um vielleicht eine vermisste Person oder ein Paket zu finden, was ich hier richtig gut finde. Denn ich mache mir wirklich Sorgen, dass es ein Serverproblem ist mit dem Abgleich. Aber irgendwie scheint er sich schon auf mich einschießen zu wollen hier. Ach komm. Och. Das gibt's doch gar nicht. Was ist das denn hier? Aber du heißt doch nicht Obi-7, ne? Stalker, die kann natürlich ordentlich Schaden machen, wenn man in deren Reichweite von ihrer Kanone ist. Auf der anderen Seite ist sie aber auch irgendwann mal leer, ne? Aber ich wollte doch zu Obi-7.
initiated. Ja, das Bounty Hunter-Leben ist mir schon langweilig, deshalb mache ich auch hier wieder einen Cut, damit ihr da nicht so lange vor der Glotze hängen müsst. Es ist so... Ach, träge. Ach, da sind wir ja schon. Brauche ich gar keinen Cut machen, sind wir schon drin geblieben. Fertig. Komm, stopp, 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 stopp doch mal jetzt hier. Quantum travel complete. Obi-7, du machst es mir nicht leicht. Du machst es mir nicht leicht. Was macht er denn jetzt hier? So, mein Freund und Kupferstecher, ich hole dich auch von der Oberfläche ab, das sage ich dir. Spannend ist es ja, ne? Jetzt weiß ich nicht, ob er irgendeine Anlage ist, ob ich aussteigen muss. Das würde ich auch machen, klar, steige ich aus. Kein Problem, oder? Oh, ich habe ihn! Ich habe ihn! Ah, jetzt wird es nochmal spannend. Ja, hau mir bloß nicht ab, spring bloß nicht wohin. Ich krieg dich. Und wenn du in der Höhle bist, ich gehe da rein. Das macht mir gar nichts. Ich habe hoffentlich den richtigen Anzug hier an. Da ist unser Freund. Mit einer Freelancer. Jetzt weiß ich nicht, welche.
hier diese No Bullet Zone. Komm, dreh dich, dreh dich. Oh, was ist jetzt wieder los hier? Es soll nicht sein, ne? Es soll wirklich nicht sein. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben den Obi-7 erledigt. Oh, der arme Obi-7. Wir haben ihn erledigt und kriegen wir auch irgendwie was dafür gut geschrieben. Wäre das jetzt auch mal angemessen für den ganzen Aufwand, den ich hier betreibe? Also, Obi-7, wenn du das hier liest oder siehst oder wie auch immer, es tut mir leid. Es ist nicht mein Weg, der Hunter, der Bounty Hunter. Nervenkitzel ja, aber diese ganze Reiserei, die ihr nicht mitkriegt, ich kann ja nicht 2 Stunden hier durchs Verse eiern für ein paar Tacken. Ne? Ja, der Obi-7, das war er. Und er wird jetzt irgendwo erwachen und wird sich denken, was ist das für ein Scheiß-Typ, der mich hier weggeballert hat. Ja, das Ganze schenke ich mir jetzt hier, das könnt ihr mal selber machen hier. Schiff, ja. Ja, er hat gezählt. Ich hatte 37, jetzt habe ich 47.000. Das muss er wohl irgendwie gezählt haben. Ich habe es dann wieder verpasst anzusehen. Aber ihr habt es ja sicherlich gesehen und danke, dass ihr dabei wart. Ich meine, das ist auch ein bisschen lame, oder? Naja. Wir haben wieder hier keinerlei Schaden erlitten. Die Dinger habe ich natürlich rausgehaut. Er fing ja damit auch gleich an und hat mich da gleich aufgeschaltet. Dann haben wir es ihm halt auch mit gleicher Münze zurückgezahlt, aber es war halt nur die einfache Freelancer. Das war dann vielleicht auch ein ungleicher Kampf, ne? Aber vielen Dank, dass ihr dabei wart und mich so ein bisschen begleitet habt bei dieser Bounty Hunter Kopfgeldjagd Profession. Und ja, so richtig meins ist es im Moment noch nicht und das hatte ich ja auch schon begründet, aber Spaß gemacht hat es trotzdem, ne? Und da haben wir jetzt mal in dieses ganze Gameplay mal ein bisschen reingeguckt und ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal wieder entspannt minern, ne? Ist besser fürs Herz. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in Star Citizen.